Geschwindigkeit, schwindelerregende Höhen, Adrenalin pur. Unsere beiden Reporter Philin und Tobi wollen es wissen und machen ein Achterbahn-Ranking in Deutschlands größtem Freizeitpark. Entschuldigung, ich hab gekotzt. Im Europapark bei Rust warten einige spannende Achterbahnen auf die beiden. Mit dabei die neue Mega-Attraktion Voltron Nevera. Sie soll alle bisherigen Achterbahnen in den Schatten stellen. Na, ob das stimmt? Hallihallo, wir sind hier im Europapark. Und es hat eine neue Achterbahn aufgemacht, Voltron Nevera. Die soll den höchsten Thrill-Faktor ever haben, sagen alle Internetforen. Jetzt bin ich mega gespannt. Und du? Ja, ich freue mich riesig. Das Coole ist, hier gibt es ja noch einige andere Achterbahnen, die wir austesten können. Ich würde sagen, lass uns klein anfangen. Und dann das große Highlight, schauen wir mal, ob das wirklich hält, was es verspricht. Den Auftakt in unserem Ranking macht die Achterbahn Euromir. Mit bis zu 80 km/h geht es vorwärts und rückwärts über die Schienen. Fährst du vorwärts oder rückwärts? Also ich mir wird schon schlecht, wenn ich rückwärts im Zug sitze. Das heißt, eh schon klar. Alles klar, also vorwärts fahren. Okay, auf geht's. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Die Waggons fahren auf 28 Meter Höhe. Dann geht es los. Ein Sturzflug mit Tempo 80 in die Tiefe. Oh, cool. Oh, schau mal. Die Waggons der Achterbahn drehen sich um die eigene Achse. Es geht mal links, mal rechts herum. Unsere beiden Reporter genießen die wilde Fahrt über mehrere Abschnitte von Bergen, Tälern und schnellen geraden Passagen. Rein in den Tunnel und Vollbremsung. War gut, oder? Ich bin schon jetzt total durch den Wind und man sieht es. Ich fand, das war wirklich witzig, aber keine Sorge, Philin, das wird noch viel besser. Lass uns gehen. Ein Spaß für jedermann. Damit belegt die Euromir vorerst den ersten Platz in unserem Ranking. Weiter geht es mit der Blue Fire, einer Katapultachterbahn, die direkt zum Start von 0 auf 100 in 2,5 Sekunden beschleunigt. Hier geht es nur um Geschwindigkeit. Aber du kriegst anscheinend auch dabei. Also im Vergleich zu dem, was du bis jetzt gemacht hast, wird das jetzt nochmal eine andere Hausnummer. Oh mein Gott! Ein Highlight für Adrenalin-Junkies. Macht sich da etwa schon die Nervosität bei unseren Testern bemerkbar? Tja, das wird jetzt wild. Das wird eine wilde Fahrt. Aber es wird gut. In 2,5 Sekunden werden unsere beiden Reporter von Tempo 0 auf 100 rauskatapultiert, bevor es durch den höchsten Looping einer Katapultachterbahn in Europa geht. Immer wieder rast der Zug der Blue Fire haarscharf an schroffen Felsformationen entlang und windet sich durch eine 360-Grad-Schraube. Nichts für schwache Mägen. Das sieht ein bisschen blass aus. Was im Vergleich zu den anderen? Also es war jetzt schon der Hammer. Also es war einfach Adrenalin pur. So, kann man nicht anders sagen. Ja, kann ich dir nur zustimmen. Damit verdrängt die Blue Fire die Euromir klar vom ersten Platz. Weiter geht es in unserem Ranking mit der Holzachterbahn Wodan. Höchstgeschwindigkeit bis zu 100 km/h. Nervös? Nervös. Also solange hier nichts morsch ist. Man sagt, Holzachterbahnen sind auf jeden Fall deutlich ruckliger als die Stahlachterbahnen als ins Google sein sollen. Ich bin gespannt. Probieren wir mal, oder? Elise, das erste Mal Holzachterbahn? Ja. Und wie ist dir? Mir ist ein bisschen bange. Gut festhalten, Philin, denn jetzt geht es erst mal 40 Meter in die Höhe, bevor der Zug mit bis zu 100 km/h in die Tiefe stürzt. Ja!
Auf einer Strecke von knapp einem Kilometer schießt der Zug über die Schienen. Dabei entstehen Fliehkräfte von 3,5 G in den Kurven. Stellenweise kann man sogar Airtime-Phasen erleben. Dabei wird der Fahrgast für kurze Zeit aus dem Sitz nach oben gedrückt und fühlt sich schwerelos. Na, was? Ja. Thrill-Faktor. Super. 1A auf jeden Fall. Ich fand die auf jeden Fall actiongeladen als die erste, die wir getestet haben. Für eine Holzachterbahn richtig geil, hat mir voll Spaß. Wie fandest du? Ich find's auch mega. Damit schlägt die Wodan die Euromir und landet erstmal auf Platz 2. Doch an die Bluefire kommt sie nicht ran. Aber nun heißt es erstmal kurz durchatmen und mental vorbereiten. Denn unser nächster Kandidat hat es in sich. Sieht hartes aus von hier, aber. Kannst du schon was erahnen? Ist doch recht hoch, hm? Ich glaube schon, ja. Das ist die höchste, oder? Und die schnellste. Und die schnellste. Bühne frei für die Silver Star. Aus einer schwindelerregenden Höhe von 73 Metern geht es mit 130 km/h bergab. Hat voll Sportwagen-Feeling, oder? Jetzt gibt es kein Zurück. Nichts für Leute mit Höhenangst. Da macht sich auch bei Reporter Tobi ein mulmiges Gefühl breit. Geht in die Puppe? Ja. Vor allem Möhre. Aus 73 Metern Höhe rast der Zug mit 130 km/h unaufhaltsam in die Tiefe. Immer wieder geht es auf dem Streckenabschnitt nach oben und wieder runter. Hier sind Fliehkräfte von bis zu 4G möglich. Dabei spüren unsere beiden Tester das Vierfache ihres Körpergewichts. Bei einer solch extremen Belastung für den Körper dreht sich so mancher Magen um. Entschuldigung, ich hab gekotzt. Es war eigentlich so schön, es war so schön da oben, schöne Aussicht, schöne freie Fall. Ja. Aber ich glaube, ich bin heute durch. Adrenalin pur. Damit überholt die Silver Star ihre Konkurrenz und erobert den ersten Platz. Eine fehlt noch. Voltron Nevera. Sie bietet mit 2,2 Sekunden Schwerelosigkeit und 105 Grad den steilsten Launch weltweit. Voltron Hypercoaster hat die meisten Inversionen. Beschleunigung 0 auf 100 in ca. 2,9 Sekunden. Ich bin echt gespannt. Ich meine, wir haben jetzt schon einiges getestet. Ob die alles andere in den Schatten stellt, wird sich zeigen. Was denkst du? Auch mega gespannt. Das sieht echt geil aus. Aber heute werde ich das Ganze, glaube ich, von hier unten betrachten. Ja. Da muss Tobi nun allein durch. Kann ihn das neue Highlight überzeugen? Ja, ich bin gespannt. Kommst du alleine zurecht? Ich gebe mir Mühe. Ich bin da mit dir, aber ich bin mir sicher, das Highlight hier hat einiges zu bieten. Ich werde berichten. Die Erwartungen sind hoch, denn der Hersteller verspricht ein weltweit einmaliges Fahrerlebnis. Mit 105 Grad der steilste Launch weltweit, 2,2 Sekunden Schwerelosigkeit am Stück, 7 Inversionen, Achterbahn-Feeling pur. Boah, sieht echt heftig aus. Ich bin jetzt ganz froh, dass ich nicht mitgefahren bin. Hier steht alles Kopf. Und dabei hat die Voltron noch ein Ass im Ärmel. Viermal beschleunigen Magneten die Bahn während der Fahrt auf Highspeed. Hier kommt Reporter Tobi voll auf seine Kosten. Das war der Hammer. Tipptopp. So cool. Ich könnte gleich noch 10-mal fahren. Berlin, das wird dir so Spaß machen. Ja. Glaub mir, das ist richtig geil. Oh. Ihr wisst vielleicht etwas schlecht, aber es lohnt sich. Glaub mir, die Achterbahn ist richtig geil. Mit diesem Fahrerlebnis lässt die Voltron Nevera alles hinter sich und landet auf dem ersten Platz in unserem Ranking. Gratulation. Na, Philipp, langer Tag.
schöner Tag im Europapark. Ja, sehr schön. Ja, das war dein Highlight. Ich fand tatsächlich die Holzachterbahn ziemlich cool. Ja? Ja, die hat mir richtig viel Spaß gemacht. Ja, fand ich cool. Ich finde, alle hatten irgendwas. Aber ich muss sagen, die Voltron ist wirklich inzwischen das Maß aller Dinge. Ich fand sie super. Von allem war was dabei, was mir gefallen hat daran. Ich bleib gerne noch mal 10 Stunden hier und fahr das Ding bei. Ja, aber war cool. Hat sich gelohnt, oder? Super, ja. Check.